Frühstück. Endlich. Denn Joachim Rautenberg und Paul Hofmann sind wie jeden Morgen um 6 aufgestanden. Dann ist es für die Feldarbeit noch nicht zu heiß. Beide verbringen ein Jahr auf einer Biofarm in Südindien. Hierher gekommen sind sie über Auroville International Deutschland, eine von rund 180 Entsenderorganisationen des Entwicklungspolitischen Freiwilligendienstes weltwärts. Jetzt um 9 Uhr gönnen sie sich eine Pause. Vieles, was sie essen, stammt von der Farm selbst. Sie leben sehr einfach, ohne Kühlschrank und Waschmaschine. Erst seit kurzem gibt es Solarstrom. Aber genau das wollte ich auch eigentlich. Ich wollte halt herausfinden, was sind so meine existenziellen Bedürfnisse und und dann einfach wertschätzen lernen, wie luxuriös wir sonst leben. Im kleinen Steinhaus essen, kochen und waschen sie. Ihre Schlafplätze haben sie ein paar Meter weiter in dieser Palmdachhütte, ohne Ventilator natürlich. In der Nähe wohnt auch Farmmanager Jeff. In the beginning they were getting used to everything, to India and different lifestyle and adjusting personally, socially, climate-wise, everything. Sie lernten schnell, zum Beispiel wie man mit Kühen umgeht. Mit der Zeit haben sie auch einige indische Gewohnheiten übernommen. Paul zum Beispiel schätzt jetzt bei der Arbeit im Stall den Lungi, das luftige Wickeltuch. Sich mit den Arbeitern auf der Farm zu verständigen, ist nach wie vor schwierig. Nicht alle sprechen Englisch, doch Paul und Joachim sind dabei, Tamil zu lernen. Bioanbau, das geht nur mit Kompost. Dafür ist der Kuhdung so wichtig. Paul und Joachim haben es inzwischen raus, wie sie Pflanzenabfälle und Mist schichten müssen, damit der Naturdünger richtig gut wird. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich mit den praktischen Grundlagen unseres Lebens zu tun habe, mit dem, was angebaut wird und was wir täglich essen. Das gefällt mir total gut, dass ich Produkte esse, die ich selbst anbaue. Und ja, ich bin so fasziniert davon, dass ich überlege, organische Landwirtschaft zu studieren, wenn ich zurückkomme nach Deutschland. Auf der Auroville-Demonstrationsfarm helfen Paul und Joachim mit, neue ökologische Anbaumethoden für die indische Landbevölkerung zu entwickeln. Beispiel: Beete zu mulchen, also unverrottetes Biomaterial aufzutragen, statt Unkrautvernichter einzusetzen. Zunächst entfernten die Frauen die Schichten oft wieder mit ihren Hacken, bis Paul und Joachim sie von den Vorteilen überzeugt hatten. Außerdem führen sie Versuche mit sogenannten effektiven Mikroorganismen durch. Diese ausgeklügelte Bakterienkultur mischen sie mit Wasser. Sie soll das gesunde Wachstum der Pflanzen fördern. Alles in allem ist das Jahr in Indien für Joachim und Paul eine intensive Erfahrung. Es war plötzlich so, dass sich mein ganzes Weltbild total verändert hat. Hier vorher habe ich irgendwie gedacht, ich will irgendwas Theoretisches machen und wie in die Politik gehen oder so. Und jetzt hier komme ich mit ganz praktischem Leben irgendwie plötzlich in Kontakt. Ich habe das erste Mal eine Komposttoilette benutzt, das erste Mal mein eigenes Gemüse angebaut, habe das erste Mal nur mit Solarstrom gelebt und es hat mir alles so gut gefallen, dass ich gedacht habe, eigentlich geht es darum, ein gutes Beispiel zu leben. Den Horizont erweitern, den Blick für globale Zusammenhänge schärfen und sich für Neues engagieren. Paul und Joachim sind froh, dass Weltwärts ihnen diese Chance gibt.